Hallo und herzlich willkommen. Was sehen unsere Augen? Was sehen meine Augen? Und was hören wir da Schönes? Wundervolle Musik. Es ist Hearthstone. Ist das nicht großartig? Ich habe gerade eben den Beta-Key bekommen. Es ist zwar, wie ihr dort seht, es ist kurz vor zwei, aber ist mir scheißegal, weil es ist Samstag. Und ich habe frei und da werde ich spielen bis in die Nacht. Und ich wollte reingucken und ich dachte mir, oh mein Gott, ich habe dieses Intro gesehen von dem Spiel und dachte, was mache ich hier gerade? Ich erlebe das alleine, das geht nicht, ich muss es mit euch teilen. Und deswegen habe ich ganz schnell meinen Fraps geschnappt und die Aufnahmetaste jetzt gedrückt. Und möchte euch unbedingt in den Optionen die Filmsequenz zeigen, die jetzt gerade am Anfang lief. Die ist nämlich großartig. Also hier Hearthstone. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Andere glauben, dass nur Geduld und eine gute Strategie zum Sieg führen. Krieg ist Täuschung und wird aus den Schatten herausgewonnen. Nur Stärke und ungezügelte Macht sichern die absolute Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Hearthstone. Heroes of Warcraft. Ist das nicht großartig? Das ist großartig. Und ja, ich wollte eigentlich gar nicht jetzt ein großes Spiel mit euch starten, zum Starten klicken, sondern ich wollte darauf hinweisen, dass es bald... Hearthstone geben wird auf meinem Kanal. Aber ein bisschen schauen wir zusammen rein und zwar kostenlose Karten gibt es hier. Und dann drücken wir jetzt mal drauf. Oh mein Gott! Oh, ein neuer Herausforderer! Ja? Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Wer nimmt diese Herausforderung an? Oh, die Plage Elbins! Hogger der Knoll! Kommt her! Kommt her! Lass okay. Den Kampf das wird jetzt beginne. Sowas wie ein Tutorial sein. Zeigt, was ihr drauf habt. Ich brauche Diener, die für mich kämpfen. Okay, also das ist ein Tutorial, finde ich super, als ersten Einklang dafür zu zeigen, von wegen, wie funktioniert dieses Spiel, worum geht es überhaupt. Also, ihr habt bestimmt schon viele, viele Videos davon gesehen. Wer es noch nicht gesehen hat, dem erkläre ich das Ganze jetzt mal. Es ist ein Collectors Trading, ein Collectors Card Game, es ist nämlich kein Trading Card Game, weil wir traden ja mit niemandem, also wir handeln mit keinem und tauschen nicht, sondern wir sammeln den ganzen Karten nur und kommen dem weiblichen Trieb, dem Sammeltrieb nach. Wir haben hier Karten verschiedene, die wir spielen können. Jetzt hier in dem Tutorial haben wir nur eine Karte. Das Spielbrett ist jenes welches hier. Und das variiert des Öfteren und kommt natürlich aus der Szene oder aus der Szenerie rund um Warcraft. Genauso wie die ganzen Charaktere, die ganzen Diener, die Helden und so weiter und so fort. Hier haben wir zum Beispiel Hogger. Das ist ganz witzig in der Anspielung, da steht's Hogger. Hogger ist nämlich der erste Elite-Champ sozusagen, den man in WoW trifft und der ist dafür ganz berühmt geworden. Und hier haben wir Jaina Proudmoore oder Jaina Prachtmeer, wie sie jetzt in der deutschen Übersetzung heißt, die ich nicht so geil finde. Die hat auch einige Geschichten hinter sich, die werde ich im Laufe der Zeit erklären. Da klingelt auch schon mein Handy, weil es geht gerade so ab, weil ich habe dieses Ding von Fu Manchu geschenkt bekommen und oh mein Gott, ich widme diese Folge Fu Manchu. Es ist der Wahnsinn. Also die kleine Einführung hier haben wir. Das Brett hier gerade zum Beispiel ist mehr so trollmäßig, also zu gerupp zum Beispiel, wer das kennt. Man kann hier auf dem toll, oder? Man kann hier auf dem Brett irgendwelche Sachen machen. Zum Beispiel können wir mal hier Feuer unterm Hinter machen. Wir haben 27 Leben. Hier werden unsere Leben angezeigt. Unser Gegner hat 10 Leben. Das ist unser Gegner, das sind natürlich wir. Und das ist unsere Karte. So, wir haben hier einen Mana-Kristall. Oben links seht ihr die Kosten in diesem blauen Kristall stehen. Und links seht ihr den Angriff. Bedeutet, diese Karte hat 2 Angriff und 1 Leben. Unser Gegenüber hat genauso viel Angriff und Leben. Aber wir spielen jetzt natürlich diese Karte, weil es ist das Tutorial. Und wir können keine andere Karte spielen.
Also? Ihr seid an der Reihe, Gnoll. Genau, ihr seid an der Reihe, Gnoll. Das ist ein Murloc. Murlocs sind natürlich auch sehr bekannt. Nun zumindest hat er diese Runde keine Karte ausgespielt. Naja. Da hast du natürlich recht gehabt. Falls euch das Leben ausgeht, verliert ihr. Ach so, ja genau. Das Ziel des Spiels ist es natürlich, den gegnerischen Helden auf ein 0 Punkte Diener. Zu bringen. Hervorragend. Sehr schön. Wir ziehen hier die ganze Zeit Karten, haben jetzt in jeder Runde, in jeder neuen Runde bekommen wir einen Mana-Kristall hinzu. Ich glaube, die höchste Zahl an Mana-Kristallen sind dann 10, die man hier zur Verfügung haben kann. Wir haben 2. Der Gegner macht, der Gegner, die Karte macht mir wieder 3 Schaden. Wir haben 2 Leben. Wir spielen sie aus. Hier seht ihr unsere Mana-Kristalle. Ihr seid genau da, wo ich euch haben will. Die Mana-Kristalle haben wir jetzt aufgebraucht. Der kann nicht angreifen. Es können nur Karten mit Ansturm angreifen. Der hat keinen Ansturm. Das bedeutet, er muss warten, kann erst nächste Runde angreifen. Und dann können wir mit dem hier allerdings angreifen, weil den haben wir schon in der Runde davor ausgespielt. Jetzt hätten wir die Möglichkeit, natürlich, eigentlich hätten wir die Möglichkeit, hier haben wir es jetzt gerade nicht, weil es das Tutorial ist, den hier anzugreifen, aber man clears meistens auch immer das Deck und deswegen machen wir jetzt Kaboms, Kaboms. Der Totenkopf bedeutet natürlich, weil er auch 2 Angriff hat und wir nur ein Leben, dass wir dabei auch draufgehen werden. Also er greift natürlich zurück an, das heißt Gegner gegen Gegner. Aber egal, dafür hat er keinen mehr und wir haben hier noch einen Diener liegen und wir sind fertig. Oh. 2 Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Oh nein. Soll ich einen Gnoll angreifen oder Hogger selbst? Tja, das ist jetzt die Frage. Also auf jeden Fall spielen wir eine Karte, weil wir haben natürlich sonst nicht viel zu spielen. Der kann allerdings noch nichts machen, weil der schläft natürlich. Jetzt haben wir hier 3 Angriff. Würden überleben und machen wir jetzt mal den hier kaputt. Mein Diener hat überlebt. Ja, aber jetzt kriegen wir natürlich auf die Fresse. Dann ist er tot, aber wir haben ja dann noch den und können da angreifen. Wir sind dann mal fertig. Was war klar? 5 Angriff? Wow. Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Tja, das sind immer die Möglichkeiten, die man hat. Keine Ahnung, wie ich mich jetzt anstellen werde, weil es ist auch mein erstes Mal und im Tutorial zu versagen ist natürlich ein bisschen unschön. Aber, was machen wir denn da Schönes? Wenn ich jetzt ihn angreife, er macht 5 Schaden, geht er sowieso drauf. Ach, weißt du was? Wir machen mal was anderes, damit man das sieht. Genau, jetzt hat er nur noch 8 Leben. Wir haben nämlich mit 2 angegriffen und wären somit fertig. Wir können nämlich nur pro Runde einmal angreifen. Ihr seid mein nächstes Ziel, Hogger. Eine Zauberkarte. Sie kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Das ist ja jetzt ein Ding, dass wir so eine Karte bekommen. Hier haben wir eine Zauberkarte. Das bedeutet, man sieht, dass dort keine Schaden und keine Lebensanzeige vorhanden ist. Das ist also kein Diener, sondern Zauberschaden. Den können wir auf jemanden spielen. Wir könnten sogar auf uns selber spielen. Das passiert so einem sehr guten Let's Player-Freund von mir manchmal. Aber wir spielen es natürlich auf den Hopper. Und damit hat er nur noch 2 Leben. Er hat natürlich mit 10 Leben angefangen, wir mit irgendwie 24 oder so. Was jetzt nicht gerade sehr fair ist. Und Ben. Aber fürs Tutorial? Unglaublich. Wir haben gewonnen. Oh yeah! Victory! Das ist nur eine Einführung in Hearthstone gewesen. Also allen Leute, die schon mal Hearthstone gesehen haben, die werden sich jetzt gelangweilt haben und gedacht haben, oh mein Gott, Honey, was erzählst du da? Aber es gibt vielleicht noch ein paar Leute, die es nicht wissen. Und denen möchte ich das so ein bisschen erklären, dass die Leute dann ja besser starten können, sobald Hearthstone entweder in die Open-Version geht oder sie auch einen Beta-Key bekommen. Meine Lieben, es ist großartig. Ich spiele jetzt noch hier selber im Off ein bisschen weiter, um mir Karten freizuspielen und so weiter und so fort. Vielen, 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 vielen lieben Dank, lieber Fumanchu. Ich freue mich wie Bolle und mache jetzt die Nacht durch. Also dann, meine Lieben, haut rein. Tschüss!